Auf der Tankstelle der Zukunft sehen Sie unsere Idee davon, wie sich das Angebot an Treibstoffen an der Tankstelle der Zukunft entwickeln wird, welche neuen Dinge es geben wird, wie Wasserstoff, synthetische Treibstoffe. Sie sehen also, welche Energie uns in Zukunft fortbewegen wird. Die EMPA ist sehr, sehr stark darin, dieses Grundlagenwissen zu generieren und dann eben auch zu sehen, welche Dinge setzen sich wirklich durch, wie verhält sich das im Markt und auch die Integration in den Markt etwas zu begleiten aus wissenschaftlicher Sicht. Und da ist die EMPA einfach ein sehr, sehr guter Partner, der uns da begleiten kann, und gleichzeitig können wir helfen, die Ideen, die aus der Forschung kommen, dann eben auch in den Alltag, in das bestehende System, in das bestehende Tankstellennetz zu integrieren. Ich glaube, für die Industrie ist ein Forschungspartner sehr, sehr wichtig, und für die Forschung ist ein Industriepartner sehr, sehr wichtig.